das heute. Nochmal, wir machen mal ein Gespräch. Wie in der Schule damals. Ich kenne dich. Was sind die drei Bielefelder Vereinsfarben? Schwarz, blau, weiß, würde ich sagen. Blau, weiß, schwarz. Schwarz. Blau, weiß, schwarz. Wie viele Punkte Vorsprung auf Platz 2 hatte Bielefeld am Ende der vergangenen Spielzeit auf Stuttgart? Boah. Trau dich. 5. Der weiß es sicher, der guckt immer zweite Liga. 12. Nee, 9. 10. Wie viele Niederlagen kassierte Bielefeld letztes Jahr? Ich sag 2. 8. 2. Antworte doch nicht. Lass doch mich einfach. Ja, das ist ja richtig. Wie häufig ist Bielefeld schon in die Bundesliga aufgestiegen? 2-mal, 3-mal, 5-mal oder 7-mal? Sagen wir 5. Ja. 5. 7. Den höchsten Bundesliga-Auswärtssieg der Vereinsgeschichte feierte die Arminia bei A. Schalke, B. Bremen, C. München oder D. Dortmund. Manchmal einen vorsichtigen. Schalke. Ich sage Schalke. Ich sage auch. Schalke. Fabian Klos ist mittlerweile Bielefelds Rekordtorjäger. Woher kam der Mittelstürmer 2011 zu Arminia? VfL Wolfsburg. Wann sind Bielefeld und Wolfsburg zuletzt aufeinander getroffen? 2004, 2007, 2009 oder 2015? 2015. Ja, da doppelt gemacht. Ja, ja. Komm jetzt, mehr Fragen über das, dann bin ich drin. Bisher gab es in der Bundesliga 16 Spiele gegen die Arminia. Hat der VfL davon mehr oder weniger als 8 gewonnen? Mehr. Zeit. Wie viele Tore schossen die Wölfe bisher insgesamt gegen Bielefeld? Mehr oder weniger als 20? Wenn Max schon 2 gemacht hat. Das war ein Pokal, ne? Achso. Das zählt nicht, ne? Bundesliga. Ja, komm, dann sagen wir mal mehr. Mehr. Wie viele Kilometer ist die Volkswagen Arena von der Alm in Bielefeld entfernt? Mehr oder weniger als 180? Wie viele Zuschauer passen in die Schüko Arena? Mehr oder weniger als 30.000 Zuschauer? Ich sage einfach mehr. Ich mach was. Mehr. Weniger. Richtig. 2 Niederlagen. Ja, von den Augen abgelesen, wa? So. Ach, naja, ihr habt jetzt nicht richtig, zwei ja, Antworten. Ja, richtig. Ihr seid ein Team. Ja, aber die erste Antwort zählt ja.